Und deswegen möchte ich auch gerne mit dir nochmal reisen. Aber ich möchte dazu kommen, zu sagen, weil es ganz wichtig ist, was ich betonen möchte: Man überdeckt ja damit etwas nicht, sondern ich will ja von A nach B zu einem Zustand kommen. Ja. Und das, was ich in diesem Zustand gesehen und gefühlt habe, habe ich bis jetzt so nicht erreichen können. Hast ein paar super spannende Dinge gesagt, wenn du sagst, nichts zu überdecken mit psychedelischen Substanzen, die sorgen dafür, dass die Dinge, die in uns stecken, amplifiziert werden und vergrößert werden. Die Dinge, die eh schon da sind, ob das die Ängste sind, aber auch das Glück, die Freude, es wird vergrößert und dargestellt. Deswegen ist es im Gegenteil zu anderen Substanzen wie Alkohol, das sehr stark nach unten drückt und Richtig. taub macht bzw. abstumpfen lässt. Das Gegenteil eigentlich. Das heißt, so dieses klassische Bild von, ja, die nehmen hier, der nimmt Drogen und betäubt sich und der flüchtet vor seinen Themen. Das Gegenteil ist der Fall mit psychedelischen Substanzen, ja. Man geht auf diese Reise nach innen, beziehungsweise die Dinge aus dem Inneren kommen dann sehr verstärkt nach außen. Und jetzt hast du schon super viel über dich erfahren, ganz, ganz viel Arbeit in dich selbst reingesteckt und wie gesagt, durch deine Coaching-Tätigkeit auch mit so vielen Leuten gearbeitet. Hast gerade gemeint, dieser Beigeschmack ist die Sehnsucht nach einer weiteren Reise. Das ist oft da. Ich sage den Leuten auch immer, die Arbeit, klar ist die Erfahrung an sich super wichtig, weil die bricht die Schale so ein bisschen auf. Das ist wie, wenn man bildlich von einer Nuss spricht, die Kokosnuss, die kriegt einen Crack, die kriegt mit dem Hammer einen Schlag und dann ist da ein Riss drin. Und dann kommen die ganzen Dinge raus aus der Schale und dann dürfen die endlich mal an die Oberfläche und verarbeitet werden. Aber die tatsächliche Arbeit danach passiert in der Integration von dem Erlebten. Wie du gerade beschrieben hast, bist du gerade dabei, das zu verdauen und zu eruieren für dich. Gibt es die Möglichkeit für mich, in diesen Zustand zu kommen, auch ohne Substanz? Die kurze Antwort dazu ist ja, es ist möglich, ist auch nachgewiesen. Diverse Studien, die sagen, Langzeitmeditierende Zen-Mönche, die sind in solchen Zuständen, ohne die Substanz zu nehmen, ganz einfach nachgewiesen, indem die eine ordentliche Ladung LSD verpasst bekommen und sagen, es gibt keine Veränderungen und auch auf Gehirnebene nachgemessen keine merklichen Veränderungen. Die sind einfach so zentriert und bei sich. Wir als, sag ich mal, Normalsterbliche, die sich viel mit sich beschäftigen, aber jetzt nicht jeden Tag 5 Stunden in der Höhle sitzen und meditieren, ist dann auch eine Frage des, sag mal, des Engagements und der Werkzeuge, die wir verwenden, aber es ist möglich, sich zumindest immer mehr und mehr diesem Zustand zu nähern. Und ich merke das durch meine eigenen Reisen und Arbeit auch immer mehr. Dieses Verlangen nach der nächsten Reise, das flacht ab irgendwann. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, die letzte eigene Erfahrung, die ich hatte, ist jetzt über ein halbes Jahr her und ich merke, und ganz, je höher die Erfahrung ist, das ist auch so ein grober Daumenwert, je intensiver der Trip ist, je intensiver die Reise ist, desto länger sollte man warten, bis die nächste wieder stattfindet, um einfach die Dinge sauber zu prozessieren und zu verarbeiten. Und die heftigste, die ich bislang hatte, habe ich hier schon oft zu gesprochen, war vor jetzt knapp 2 Jahren in Peru, in diesem Ayahuasca-Camp. Und es ist jetzt fast 2 Jahre her. Und jetzt langsam spüre ich, wie ich wieder gegebenenfalls bald Lust hätte, dahin zu reisen, um weiter daran zu arbeiten. Das hat 2 Jahre gebraucht. Davor war ich so, noch zu viele Dinge, die da aufgewirbelt wurden und es gibt noch genügend hier zu arbeiten. Deswegen sage ich dann Leuten immer, es ist gut, wenn dieser Impuls kommt. Ich möchte gern weiter mit diesen Tools, mit diesen Substanzen arbeiten. Aber wenn der Impuls kommt, ich möchte einfach schnell wieder diese schöne Erfahrung haben, weil die Erfahrung war so zauberhaft und da war so viel Herzöffnung und Liebe gespürt da. Und ich will die nur machen, um dem Schmerz, den ich aktuell gerade vielleicht fühle, aus dem Weg zu gehen, dann ist es die falsche Intention. Wir wollen nicht, wie du gerade gesagt hast, nichts überdecken und einfach wegschieben, sondern jetzt dürfen ruhig die Dinge, die da am Blubbern sind, beim Pietro ruhig ein bisschen blubbern, bis es zu der nächsten Reise kommt. Aber schön zu hören, dass es bei dir den Effekt hatte und du sagst, du hast es jetzt als weiteres Werkzeug für dich im Kasten und möchtest da gern zukünftig auch noch mehr Reiseerfahrung verbuchen. Eben, weil es, also bei, um das für meine Worte nochmal, es geht immer auch um das Vorzeichnen. Meine Arbeit geht es auch immer um das Vorzeichnen. Es geht niemals, warum du etwas tust. Und auf dieser Reise, und das würde ich auch jedem Klient sagen, es kommt darauf an, ob du weg von
oder hinzu etwas möchtest. Ne? Also wenn ich verdecke, betäube, ablenke, ne, dann will ich das einfach haben, weil ich das andere nicht mehr spüren möchte. Das ist dann weg von. Wenn ich aber da, wo ich jetzt bin, glücklich bin und sage, ich möchte jetzt die Erweiterung, oder auch wenn ich ein Thema habe, nicht ein Problem, aber ein Thema habe, dann heißt es ja, dass ich von in meiner Arbeit heißt es, es ist immer alles gut, wie es ist. Aber wenn mich etwas hindert am Leben, an meiner Arbeit, an meiner Partnerschaft, dann heißt es, ich möchte jetzt hin zu etwas gehen. Ich möchte das Thema, das jetzt so verstrickt ist, nehme ich und löse es sozusagen auf. Ich entwickle es auf. Das heißt also, ich gehe jetzt nicht, dass ich sage, ich habe das zerknüllte Papier oder den Wollknäuel, da setze ich jetzt was drauf und mache mir was anderes, sondern ich nehme das und weil es mir hilft, das aufzulösen. Ich nehme sozusagen die Substanz, zwei Stricknadeln und mache das dann auf sozusagen. Und das habe ich früher auch, als ich noch mehr in Esoterik und nicht in Spiritualität war, da gibt es ja auch einen Unterschied, mit To the Birthing, wenn jemand sagt, oh, ich möchte unbedingt wissen, wer ich mal in einem anderen Leben gewesen bin, dann habe ich gesagt, aus Neugierde macht man das nicht. Ja? Also du gehst nicht in deiner Vergangenheit spazieren und willst gucken, ob ich ein Graf oder ein Mörder gewesen bin, sondern wenn, dann schauen wir uns das an, weil dort die Auflösung für dein Jetzt ist. Ne? Und so gehe ich auch mit dem Arbeiten, mit der Vergangenheit. Also ich bin auch der Meinung, dass die Vergangenheit, meine Vergangenheit gab es, aber ich bin der Meinung, dass ich mich nicht deshalb so weiterentwickeln muss, was die Vergangenheit gegeben hat. Ne? Das heißt, ich schaue in die Vergangenheit, wer waren meine Eltern, wer ist meine Urfamilie, und dann sage ich, ah, okay, deshalb ist es so, und dann gibt es bei mir keinen Doppelpunkt, sondern nur einen Punkt. So, und dann sage ich mir, ach, deshalb bin ich jetzt so voller Scham oder so devot oder so aggressiv, weil mein Vater, meine Mutter, meine Vergangenheit. Aber das heißt keine Entschuldigung. Das heißt dann nur eine Erklärung, Punkt, just do it, und jetzt bin ich halt anders. Weil ab sofort liegt die Verantwortung nämlich bei dir. Bis eben konntest du sagen, meine Mutter, mein Vater, da, da, da. Und das ist, was auf deiner Reise halt eben auch klar geworden ist. Also was ich vielleicht auch nochmal sehr betonen möchte, dass die Reise alle Schranken aufmacht, die dir glauben lassen wollen, dass das so und so ist. Das war für mich ganz, ganz entscheidend, weil ich ja ein Bild Jahrzehnte mit mir herumgetragen habe und immer gedacht habe, das ist so. Und in deiner Reise stelle ich fest, dass das nicht so ist. Na, da kann ich ja sagen, da gab es, ich habe immer diesen Tiger in einem Käfig gesehen, wo meine Aufgabe daran bestand, diesen Käfig zuzuhalten, weil wenn der rauskommt, dann tötet er mich. Und auf deiner Reise kam dieser Tiger und der tippte einfach nur die Tür an, die war nicht einmal abgeschlossen, sprang dann hoch auf einen Glasboden und drehte sich um und sagte, ich wollte dir niemals etwas tun, ich wollte dich immer nur beschützen. Und da muss ich dir sagen, ab dem Zeitpunkt hat sich komplett mein Leben verändert.